Hallo und willkommen bei Matze baut was, dem Kanal für Modellbau und Elektronik mit der freundlichen Stimme aus dem Off. Aufbau eines U-Boot-Modells. Teil 1, das vordere Technikgerüst. In dieser Serie von Videos zeige ich euch, was so alles in einem Modell-U-Boot steckt, damit es tauchen kann, das heißt statisch tauchen kann und auch wieder auftauchen, was vielleicht nicht ganz unwichtig ist. Ich zeige euch das am Beispiel dieses Bootes, indem ich euch ganz detailliert am Aufbau teilhaben lasse. Das ist ein Typ 21 Boot im Maßstab 1 zu 40. Der Rumpf ist eine Abformung aus dem Robbebausatz U2540 aus GFK und in diesem Maßstab beeindruckende 1,90 Meter lang. Aber genug gequasselt, los geht's! Ich habe hier eine Schlauchpumpe, die man relativ günstig im Internet kaufen kann. Entsprechend ist dann auch die Qualität. Der Rotor, der da drin ist, aus Kunststoff, der ist etwas verzogen. Deswegen wackelt das ganze Ding, wenn man es in Betrieb nimmt. Aber es pumpt Wasser. Funktioniert erstmal. Ich möchte die Pumpe ja zum Antrieb meiner Ausfahrgeräte benutzen. Dafür fördert sie aktuell viel zu viel Wasser. Deswegen werde ich sie wohl ein wenig umbauen müssen. Wenn man die vier Gehäuseschrauben löst, kann man das Pumpengehäuse vom Getriebemotor trennen. Den Getriebemotor kann ich lassen, wie er ist. Und die beiden Gehäuseschalen auseinanderzieht, kann man das ganze Ding komplett zerlegen. Für den Umbau habe ich ein paar neue Teile angefertigt, und zwar einen neuen Rotor aus Aluminium und neue Rollen mit Messingbuchsen und einen neuen Schlauch mit einem kleineren Durchmesser, damit die Pumpe weniger Wasser fördert. Jetzt kann ich fix alles zusammenbauen. Also zunächst die Rollen in den Rotor einbauen. Die Wellen werden mit Madenschrauben festgeklemmt, damit sie sich im Gehäuse nachher nicht selbstständig machen können und irgendwelchen Schaden anrichten. Danach muss der Schlauch zwischen die Rollen und das Gehäuse gefummelt werden. Dabei muss man aufpassen, dass man den Schlauch nicht einklemmt und kaputt macht. Und zum Schluss kann alles wieder zusammengeschraubt werden. So sieht die Schlauchpumpe jetzt aus. Alles in allem war der Umbau gar nicht so schwierig. Ich glaube, jetzt genügt sie meinen Ansprüchen. Fehlt natürlich noch ein Probelauf. Die Schläuche muss ich am Pumpengehäuse festhalten, weil der Rotor sonst den Schlauch in das Gehäuse zieht. So, jetzt kommt endlich wieder Wasser. Wie man sieht, deutlich weniger. Der Druck ist auch noch genug da. Ich würde sagen, die Pumpe ist erfolgreich umgebaut. Das sind die Teile im vorderen Technikgerüst, die ich brauche, um die Schlauchpumpe und auch noch andere Bauteile zu montieren. Das ist der vorderste Spant, der besteht aus 3 mm starkem Aluminiumblech. Darauf schraube ich jetzt Winkel fest, die aus Standardmaterial aus dem Baumarkt bestehen. Die Schrauben, die ich benutze, sind aus Edelstahl. An dem zweiten Spant des Technikgerüstes wird ein T-Träger befestigt.
Das hier ist ein Teil aus dem 3D-Drucker. Das brauche ich zum Isolieren dieser Leiterplatte. Da werden die Balancer-Stecker von den Akkus drauf gesteckt. Zusätzlich ist da noch ein Steckverbinder drauf, den ich benutzen möchte, um die Tauchtank-Elektronik zu versorgen. Auch diese Teile werden am zweiten Spant des vorderen Technikgerüstes befestigt. Diese Platten sind aus 1,5 mm starkem GFK-Material ausgeschnitten. Mit diesen Platten wird der erste und der zweite Spant verbunden. Und außerdem dienen sie dazu, die ganzen Anbauteile, die ich jetzt hier brauche, zu fixieren. Dazu gehört hier zum Beispiel dieses Teil. Da werden gleich die Anschlüsse der Schlauchpumpe eingehängt, um zu verhindern, dass sie in das Pumpengehäuse gezogen werden, wenn die Pumpe arbeitet. Fehlt noch die Montage des zweiten Spantes. Jetzt kann ich die umgebaute Schlauchpumpe einbauen. Die sitzt genau unter diesem Halter für die Schlauchanschlüsse. Und wenn ich die jetzt einhänge, sieht man, dass die richtig unter Spannung stehen. Das müssen die auch, weil der Schlauch durch die Walkarbeit der Rollen eben gedehnt wird. Und ich möchte eben, dass der Schlauch schön unten in dem Gehäuse an der an Ort und Stelle bleibt. Das tut er nur, wenn er unter Spannung steht. Die Schlauchanschlüsse werden jetzt noch mit diesem Halteblech gesichert. Ich beginne nun mit der Montage des vorderen Technikgerüstes. Das hier ist das vordere Schott des Druckkörpers. Und hier sieht man die Nut zur Aufnahme des O-Rings zum Abdichten. Die ganzen Durchbrüche werden für die Bordanschlüsse benötigt. Das ist der Anschluss für den Ausgang der Schlauchpumpe. Der ist steckbar ausgelegt, damit man das Technikgerüst aus dem Rumpf nachher leichter ein- und ausbauen kann. Um die Servogestänge abzudichten, braucht man diese ganzen Teile. Eigentlich wird hier eine Kabeldurchführung, die man normalerweise für 3 mm starke Kabel benutzt, zweckentfremdet. Diese Mutter muss nachher so fest angezogen werden, dass das Servogestänge leicht beweglich bleibt. Das Lösen dieser Mutter werde ich später mit Schraubensicherungsflüssigkeit verhindern. Am Bugschott brauche ich diese Anschlüsse: den steckbaren Hydraulikanschluss für die Ausfahrgeräte, zwei Servogestängedurchführungen, einen Druckkörperentlüftungsanschluss, den kann man auch verwenden, um Dichtigkeitstests durchzuführen, den Anschluss für den Kolbentank und den Anschluss für die Schlauchpumpe. Wenn sich im Wasser verschiedene Metalle berühren, führt das zu sogenannten Elementbildungen. Das heißt, dass man sozusagen eine kleine Batterie baut, was zur Korrosion führt. Deswegen habe ich möglichst alle Bordanschlüsse aus Aluminium angefertigt. Hier habe ich schon mal alle Silikonschläuche auf die Schlauchanschlüsse aufgesteckt und mit isoliertem Kupferdraht gesichert. Die vier Hauptträger des Technikgerüstes bestehen aus M5 Edelstahl-Gewindestangen. Die werden einfach in das Bugschott eingeschraubt und mit einer Mutter gekontert. Das hier sind die Abstandshalter, mit denen die ganzen Aggregate auf dem Technikgerüst positioniert werden. Die bestehen aus 8 mm starkem Rundmaterial, in das ich ein Loch von 5 mm Durchmesser gebohrt habe. Als nächstes wird die Baugruppe mit den Servohaltern und der Schlauchpumpe aufgesteckt.
Zwischen die Spanten kommen Scheiben und wieder die entsprechenden Abstandshalter. Das ist ein bisschen fummelig, aber wenn alles gut läuft, brauche ich das ja nie wieder machen. In den Spanten sind Bohrungen vorbereitet, damit ich den Schlauch durchfädeln kann. Die Baugruppe wird jetzt noch mit vier Muttern fixiert. Damit ich nicht ewig brauche, um die vier Muttern bis auf den Spant runterzuschrauben, habe ich mir folgenden Trick überlegt. Das hier ist eine Filzscheibe aus einem billigen Polierset. Die schraube ich auf den Dremel auf und kann damit ganz einfach die Muttern nach unten kurbeln. Die Schläuche für die Schlauchpumpe müssen noch korrekt abgelenkt werden. Dabei achte ich auf Folgendes. Wenn sie zu kurz wären, würden sie Knicke bilden, wenn man sie aufsteckt. Und wenn sie zu lang sind, besteht die Gefahr, dass sie irgendwo eingeklemmt werden, wenn ich das Technikgerüst in den Druckkörper einschiebe. Ich habe mich entschlossen, die Schläuche mit isoliertem Kupferdraht zu sichern. Man könnte natürlich ebenso gut Kabelbinder verwenden. Wichtig ist halt, dass man sie überhaupt sichert. Ich habe es ausprobiert. Bei hohen Drücken fliegen sie sonst von den Schlauchanschlüssen. Und so sieht das Ergebnis meiner ganzen Montagearbeiten aus. So, das sollte es für diesmal gewesen sein. Beim nächsten Mal zeige ich euch, wie das Tauchsystem bei diesem Boot aufgebaut wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wäre jedoch dankbar für jegliche Art von konstruktiver Kritik. Den Aufruf zum Drücken des Mag ich-Buttons oder zum Abonnieren lasse ich diesmal weg. Ihr wisst ja alle Bescheid. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Der Matze sagt nun Tschüss.